Ja, hallo liebe Nutzer von CorelDRAW. Ich will euch jetzt gerade mal die Funktion des Verschmelzens von Flächen etwas näher bringen. Für das Erstellen von Zeichnungen, die mit unseren CO2-Lasern verarbeitet werden können, ist es meistens sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich saubere Flächen definieren können. Und dabei muss man bei Corel ein wenig aufpassen, was ich sehe und was tatsächlich vorhanden ist. Ich erkläre euch mal ganz grob, worum es geht. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Rechteck, gebe dem Ganzen eine Füllung, damit man es besser erkennt, nehme ein neues Rechteck mit ebenfalls einer weiteren Füllung und lege diese übereinander. Man könnte jetzt glauben, dass das größere Rechteck tatsächlich nur der sichtbare Rahmen ist. Vor allen Dingen, wenn ich dem Inneren mal eine weiße Füllung gebe, wie dem Hintergrund, ist es für uns erstmal nicht ersichtlich, sind es zwei übereinanderliegende Flächen oder ist die violette Fläche wirklich eine einzelne. Um das ein bisschen besser hinzukriegen, könnte man jetzt diese beiden Teile markieren und mit der Funktion Hinteres ohne Vorderes. Hier oben seht ihr es, könnt ihr über das direkte Menü wählen, ihr könnt aber auch über die Undock-Fenster gehen oder hier oben über den Menüpunkt Anordnen, Formen, Hinteres ohne Vorderes, egal wie rum. Jetzt haben wir tatsächlich nur einen vorhandenen Rahmen, egal welche Füllung ich dem zuweise. Es ist nur diese Rahmenfläche als solche vorhanden. Okay, das erstmal dafür. Jetzt hatte der User die Idee, einen Schriftzug. Ich schreibe jetzt einfach mal Lasercut auszulasern, der aber mit so einem Rahmen verschmolzen sein muss. Jetzt macht man die Schrift hier einfach mal ein bisschen größer, damit wir das Ganze erklären können. So, und richten das Ganze an der Oberkante aus. Und da ist es jetzt wirklich wichtig, dass ich an dieser Kante auch wirklich alle Buchstaben berühre. Wenn ich das Ganze nachher nämlich schneiden will und ich es verschmelze, sollen an dieser Stelle ja keine weiteren Schnitte sein. Dann mache ich mir hier meinen unteren Steg. Wie gesagt, alles andere ist Designfrage, ob ihr die jetzt schmäler oder breiter oder wie auch immer macht. Und ich habe jetzt hier die Fläche der Buchstaben, ich habe meinen Rahmen, ich habe meinen Steg, der stehen bleiben soll. Wenn ich alles markiere und alles verschmelze, seht ihr, dass ich nun hier oben die Flächen tatsächlich verbunden habe. Da nimmt mir kein Laser irgendwelche Linien noch weg, wo die Buchstaben enden, sondern sie haben sich mit dem Rahmen zusammen verbunden. Auf diese Art und Weise könnt ihr die ganzen auszuschneidenden Teile erstellen. Wie gesagt, nochmal, die Buchstaben müssen die Rahmenlinie Minimum berühren, wenn nicht sogar schneiden. Das habt ihr eben an diesem Steg gesehen, er war deutlich breiter als der freie Rahmen. Ich hoffe, das hat als Erklärung gereicht und wünsche euch erstmal viel Spaß.